Am 17. März 2013 trafen sich die Jugend 2 und Jungschützen aus den Bundesländern Oberösterreich und Kärnten, um sich hier beim Finale der österreichischen Bundesliga die Bronzemedaille auszuschießen. Beim Kampf um die Bronzemedaille in der Klasse Jugend 2 Schützen hatte Oberösterreich eindeutig die Nase vorne. Andreas Stix aus Oberösterreich hatte mit seinen ausgezeichneten 97 Ringen einen Skitag in der Zillertal Arena gewonnen. Andreas Stix 91 und der Daniel Lege 92. Bravo, 2 Punkte im Kampf. Und die Lege, da kommen Sie und wir haben ebenfalls wieder hart gekämpft. Die Bronzemedaille 90 und die Stefanie Steiner 88. Und damit 2 Punkte für Oberösterreich. Das Team Oberösterreich erzielte einen 23:9 Sieg gegen Kärnten und damit die Bronzemedaille. Im kleinen Finale bei den Jungschützen trafen die Mannschaften aus Oberösterreich und Kärnten aufeinander. Wobei Oberösterreich mit sehr starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Als Prämie für jede erzielte 97er Serie wurde von den Zeller Bergbahnen eine Tageskarte in der Zillertal Arena zur Verfügung gestellt. Eine Karte gewann Anna Renezeder, gleich 2 Tageskarten bekam Michael Brunthaler und als Dritter im Team der Oberösterreicher bekam auch Patrick Zimmer einen Tag Skifahren in der Zillertal Arena. Mit dem Sieg von 28:4 gegen Kärnten sicherte sich die oberösterreichische Mannschaft die Bronzemedaille. Das Team aus Kärnten fuhr jedoch nicht mit leeren Händen nach Hause, denn Christoph Robelnich konnte das Walter LG 400, den ersten Preis, mit nach Hause nehmen. Also ich muss einmal ganz am vorne anfangen, wie ich die Ausschreibung gesehen habe, das erste Mal habe ich gesagt, top, da müssen wir dabei sein. Mir haben die Wettkämpfe jetzt sehr gut gefallen. Leider sind unsere 2 Mannschaften ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Und der Trost, möchte ich sagen, ist zurzeit die Führung von Christoph Grubelnick mit dem Walter Luftgewehr. Ja, es ist so, dass wir jetzt einmal gesehen haben, wie das Ganze abläuft. Ich bin von mir aus gesehen immer bereit, dass wir wieder dabei sind. Vielleicht sogar mit einer zweiten Mannschaft pro Klasse. Am Ende der beiden Finaltage wurde der Schütze mit dem besten Teiler ermittelt. Mit einem 1,41 Teiler gewann der Kärntner Christoph Grubelnick das Walter LG 400, das vom Sponsor der Jugendbundesliga, der Firma Umarex Austria, sponsert bei Walter, zur Verfügung gestellt wurde.
Im kleinen Finale bei den Luftgewehrschützen trafen die Mannschaft der Union Steiner Kirchen auf die Mannschaft des SV Gamming aus Niederösterreich. Leicht machten es die Schützen des SV Gamming der Mannschaft von Union Steiner Kirchen nicht. Auf der ersten Position war Regina Thieme übermächtig mit 2x100 Ringen und siegte mit 5:3 gegen Bernhard Bickel. Auf der zweiten Position sicherte Alexander Schmirl seiner Mannschaft einen 7:1 Sieg. Den jungen Schützen des SV Gamming fiel es schwer, bei der Unterstützung der Fans der Union Steiner Kirchen eine Spitzenleistung zu zeigen. Der Sieg ging daher mit Gesamt 22:10 klar an Steiner Kirchen. Da die Mannschaft der Union Steiner Kirchen seit Beginn der Luftgewehr-Bundesliga dabei ist und dies ihre erste Medaille war, wurde die Bronzemedaille gefeiert, als wäre es der Titel. Im kleinen Finale bei der Luftpistole wurde hart um die Bronzemedaille gekämpft. SSZ Burgenland Nord besiegte die Schützengilde Münster. Unter dem Druck des heimischen Publikums war es für die Pistolenschützen der Schützengilde Münster nicht leicht. Trotz eines beherzten Wettkampfes unterlagen sie am Ende mit 10:22 dem starken Team des SSZ Burgenland Nord, welches durch die ÖSB-Pistolentrainerin Gretchen Ewen verstärkt wurde. Bei der Abschlussrede bedankte sich Frau Eben bei der Schützengilde Zell-am-Ziller für die tolle Veranstaltung und kündigte an, dass man im nächsten Jahr wieder mit ihrer Mannschaft rechnen kann. In der Klasse Jugend 2 trafen beim Wettkampf um den Titel des Bundesligameisters 2013 zwei Tiroler Mannschaften aufeinander. Auch im großen Finale gab es für die Jugend 2 Schützen wieder Tageskarten zu gewinnen. Das Team Tirol 1 erzielte in Summe 5 Tageskarten und 25 Punkte mit ihrer Mannschaft. Das Team Tirol 2 erzielte 9 Punkte und musste sich somit geschlagen geben. Mit tollen 1529 Ringen erzielte die Siegesmannschaft aus Tirol um 11 Ringe mehr als die Siegermannschaft bei den Jungschützen.
Beim Kampf um den Bundesligameister in der Jungschützenklasse wurde hart gekämpft. Schwer hat es das Team aus Salzburg gegen die Jungschützen aus Tirol. Beherzt wurde auf allen vier Positionen gekämpft. Doch der Sieg ging eindeutig mit 29:3 an das Team aus Tirol. Für einige junge Athleten wird die österreichische Jugendbundesliga das Sprungbrett sein, um in den Kader aufgenommen zu werden und bei der Europäischen Jugendliga für Österreich an den Start gehen zu können. Bei der Siegerehrung wurden dem Team aus Salzburg zusätzlich zur Silbermedaille noch Warengutscheine der Firma Umarex Walter im Wert von 300 Euro überreicht. Die Siegermannschaft aus Tirol konnte sich über Warengutscheine im Wert von 700 Euro freuen. Christian, deine beiden Mannschaften aus Tirol, sowohl in der Klasse Jugend 2 als auch in der Klasse Jungschützen, sind jetzt Bundesliga-Sieger geworden. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin natürlich sehr stolz auf unsere Erfolge. Irgendwie haben wir schon damit gerechnet, aber nicht in dieser Form und mit dieser Überlegenheit. Aber das spiegelt die gute Arbeit in den Vereinen der letzten Jahre wieder und auch die gute Arbeit im Landesschützenbund, was auch schon von meinen Vorgängern geleistet wurde. Spannend bis zum Schluss blieb das Luftgewehrfinale. Die Schützengilde Zell als Titelverteidiger musste gegen die Schützengilde Kössen, dem Vorjahreszweiten, antreten. Auf den Positionen 1 der Schützengilde Zell am Ziller gegen die Schützengilde Kössen trafen zwei Weltspitzenathletinnen aufeinander. Die amtierende Europameisterin mit dem Luftgewehr, Lisa Ungerang, und die Olympiastarterin Stefanie Obermoser. Beide starteten mit einer 98er-Serie. In der zweiten Serie konterten beide mit 99. Es gab jeweils eine Punkteteilung. Und so ging es weiter, bis in der vierten Serie Stefanie Obermoser 99 Ringe erzielte und Lisa Ungerang konterte mit 100. Somit ging der Sieg auf der Position 1 an Lisa Ungerang. Auch auf der zweiten Position war die amtierende Junioren-Europameisterin Nadine Ungerang am Start. Ihre Gegnerin Katharina Jochrim hatte nur eine einzige Chance, die sie für sich nutzte, und zwar in der vierten Serie holte sie mit 98 Ringen gegen 97 zwei Ehrenpunkte für Kössen. Zu Beginn sah es so aus, als ob sich der Vorjahressieger relativ leicht den Sieg gegen Kössen holen könnte. Aber da wurde wohl die Rechnung ohne die Position 3 und 4 Katharina Neuwirth und Michael Höllwart gemacht. Erst nach dem letzten Schuss war das Finale entschieden und der Sieg ging nur sehr knapp 18:14 an Zell am Ziller. Zum ersten Mal in der Geschichte der österreichischen Bundesliga mit dem Luftgewehr gibt es eine Mannschaft, die zum zweiten Mal den Titel holen konnte. Die beiden Europameisterinnen Lisa und Nadine Ungerang ließen sich im Anschluss an das Finale kräftig feiern. Wir haben jetzt bei uns die Mutter von der Lisa und von der Nadine Ungerang. Gitti, wie ist die heute gegangen, wie du das Finale damit angeschaut hast? Ich war sehr nervös und habe mit meinen Kindern mitgefiebert. Die haben eine super Leistung gebracht, überhaupt die ganze Mannschaft. War super. Lisa und Nadine, ihr seid jetzt bereits zum zweiten Mal Bundesligasieger mit der Mannschaft geworden. Wie geht's euch jetzt? Lisa, wie geht's dir? Also voll cool. Also echt, war zum Schluss wirklich knapp, aber wir haben es geschafft, dass es ausgeht, dass wir gewinnen. Mir taugt das voll, wenn du so viele Leute hast und du so mitfiebern, weil es ist normalerweise, wenn du am Wettkampf hast, stehst du am Stand, es ist total ruhig, jeder ist konzentriert und das ist echt voll cool, obwohl dass es so zugeht, weil beim Schießen kennt man das normalerweise überhaupt nicht.
Im bombastischen Finale der Luftpistolen-Bundesliga trafen der Polizeisportverein Eisenstadt auf die Mannschaft aus Tirol der Schützengilde Fliers. Mit einem Fanclub von mehr als 20 Personen reisten die Flierser zum Finale an. Trotz der lautstarken Unterstützung durch die Zurufe und den Applaus bei jedem geschossenen Zehner gelang es ihnen nicht, den Gegner in die Knie zu zwingen. Der PSV Eisenstadt hatte in seiner Mannschaft zwei mehrfache Staatsmeister, Richard Zechmeister und Helmut Gruber, wobei Richard Zechmeister das beste Ergebnis bei dieser Bundesliga erzielte. Auch die Position 3, Reinhard Eder, kam im Laufe des Finales immer besser in Form und der arrivierteste Schütze des PSV Eisenstadt, Wolfgang Heilig, erzielte gar einen 8:0-Sieg. Für das zwei Tage andauernde Finale der österreichischen Bundesliga wurde die Tennishalle in Zell am Ziller zum Schießstand umfunktioniert. Dank der Unterstützung des Bürgermeisters der Gemeinde Zell war dies möglich. Im Siegespodest ließen sich die erfolgreichen Pistolenschützen gemeinsam mit dem Vizemeister noch ordentlich feiern. Ihr seid gerade Bundesliga-Sieger 2013 geworden mit der Luftpistole. Wie ist das Gefühl jetzt? Na, gut, auf jeden Fall einmal. Das kann man von vornherein sagen. Nicht? In der Früh war es halt noch nicht so, weil man gesehen hat, dass die anderen auch nur, oder sage ich jetzt einmal, die nichts zu verlieren haben, auch gute Ergebnisse schießen können. Das hat man auch dann gesehen bei den ersten Serien gleich. Aber jetzt, wie gesagt, die Mannschaft, die ist schon feiern. Ich schließe mich dem an, dass ich auch feiern gehe. Und mein Gefühl ist, jetzt ist, sagen wir, fast Wolke 7, kann man sagen. Ja. Graue Haare habe ich halt natürlich gekriegt bei dem Finale. Das war schon allererste Sahne, wie gesagt. Ich möchte es nicht machen.